Wenn jemand Kinder anfasst oder Frauen, da sehe ich einfach rot, hat sie am Hintern angefasst. Ich bin dann kurz stehen geblieben, habe ich die Sache beobachtet, weil ich schon gesehen habe, was dieser Arsch in den Waggon, in den Zug gemacht hat. Man sieht, was sich die Leute alles gefallen lassen. Ja? Wir sehen nie im Leben was ändern. Worüber ich eigentlich mit euch reden möchte, ist das erste Video, was, da war ich noch ganz kleiner YouTuber. Wäre ich in diesem Zug gewesen, dann würde sich dieser Typ nicht so breit machen. Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Wie man sehen kann, ich bin wieder zu Hause. Urlaub vorbei. Ja, wenn man das überhaupt bei mir Urlaub nennen kann, weil ich reise seit 5 Jahren schon. Das heißt, von mir war das nur so ein kurzer Trip. Aber ich glaube, noch rechtzeitig geschafft, ja. In heutigen Video geht es um Zivilcourage. Ich musste einige Sachen auch auf ein Video reagieren, aber nur ganz kurz, weil ich will jetzt eigentlich was ganz, ganz anderes loswerden. Schaut euch bitte dieses Video bis zum Ende und ich glaube, dass das einigen die Augen aufmacht, was ich heute wieder zum Sagen habe. Ja, warum ich gesagt habe zuerst, dass ich schon froh bin, dass ich es überhaupt noch rechtzeitig geschafft habe, weil, wenn man schon auf die Zivilcourage anspricht, ja, man sieht, was sich die Leute alles gefallen lassen. Ja? Hier zum Beispiel, noch vor 3 oder 4 Wochen, noch vor den Wahlen hier in Serbien, war auf einmal alles vorbei. Ganze Corona, Fußballstadien voll, Hochzeiten, Feier, alles war wieder vorbei. Die Leute, keiner hat mehr Masken, gar nichts. Ja? Und kaum waren die Wahlen vor kurzem zu Ende, ja, wieder mit klaren Ergebnissen, ja, wie auch erwartet, hat es wieder langsam angefangen zu steigern und so weiter, wieder zu machen, Maskenpflicht bzw. Maulkorbpflicht, wenn man das so, dieser bessere Begriff. Und da denke ich mir, wie sich die Leute überhaupt verarschen lassen. Wenn man das gerade braucht, ist die Corona beim Abklingen fast schon zu Ende. Wenn man erreicht hat, was man gebraucht hat, dann wachsen wieder die Zahlen. Ja, jetzt angeblich wieder über 300 jeden Tag und so weiter und so fort, ja, weil die Wahlen vorbei sind. Da sieht man schon, dass solange auch hier die Leute nicht zusammenhalten und die Zivilcourage nicht zeigen, wir sie nie im Leben was ändern, weil die genau die Leute da haben, wo die sie auch haben wollen. Ja? Jetzt, wenn ich kurz nur zu diesem Video komme, wo irgendein Schwarzafrikaner, glaube ich, ist das, weil man sieht sein Gesicht, man sieht das an dem Körper und so, nur ein bisschen sieht man hin und wieder sein Gesicht, nehme ich an, dass er irgendwo aus Afrika kommt, ist mir aber auch komplett egal, von wo er kommt, bevor das wieder manche kommen, mir das in den Mund umzudrehen, merkt man, dass eine Frau attackiert, eine hilflose Frau und keiner hilft. Genau, fast dasselbe ist mir passiert vor einigen Jahren. Ich habe 2 Videos darüber gemacht. Das eine war vor ungefähr 3 Jahren, wo ich den wehrlosen Mann geholfen habe, hier in Nizhny Zentrum, wo er attackiert wurde von irgendeinem großen Typen, irgendeiner Rocker, glaube ich, keine Ahnung. Da will ich gar nicht so genau zurück oder ausholen. Das könnt ihr euch dann selber anschauen über diesen Typen, wie und was da genau passiert und warum ich den alten Mann geholfen habe. Und das konnte eventuell auch Konsequenzen für mich haben, hat es aber nicht. Ja? Ich habe trotzdem geholfen und war mir komplett egal, was da die Leute gepostet haben schon damals. Ja? Marek, du bist selber schuld, dass du den Leuten hilfst, so kannst du irgendwelche Probleme begehen und so weiter. Und dann haben auch einige geschrieben, ich würde nie jemandem helfen, wenn Hilfe brauche. Ich habe dann den Leuten geschrieben, da hoffentlich wird nie deine Familie oder du in so eine Situation, wo du auf Hilfe wartest, aber keiner wird dann kommen. Ja? Gerade diese Menschen, das sind genau diese Opfertypen eigentlich. Ja? Und das sind diese richtige Schafen, die sich vom System kontrollieren lassen, weil das System will genau solche Menschen, die sich nicht um andere kümmern, die nicht anderen helfen, die einfach nur noch gerade, nur bis zu der Nasenspitze sind. Worüber ich eigentlich mit euch reden möchte, ist das erste Video, weil da war ich noch ganz kleiner YouTuber, wie viele 1000 Abonnenten gehabt, ich glaube, da waren wir auf der Insel Okinawa gerade, so eine Asien-Durchreise. Und da habe ich erwähnt, weil wie ich dieses Video gesehen habe mit diesem Schwarzafrikaner, wie er diese Frau attackiert und keiner hilft, weil keiner Probleme will, es geht ja mich nichts an, brauche ich auch nicht helfen.
bis ich in eine ähnliche Situation bin, wo ich dann froh wäre, wenn jemand aufstehen würde und mir helfen würde. Ja, aber das ist wieder was ganz anderes, ne? Für manche. Viele haben vielleicht, da war, wie ich schon gesagt habe, war ich nur ein kleiner YouTuber, viele haben nicht dieses Video gesehen. Das war einer von den ersten Videos. Würde ich nur gerne mal ausholen, weil, oder beziehungsweise zurückgehen zu diesem Video, weil das was mit diesem Video zu tun hat. Ich bin vor Weihnachtsfeier gefahren, ja. Und da im Zug, ich bin im Waggon gesessen, aber ganz hinten und ganz vorne habe ich beobachtet, wie es war auch irgendein Ausländer, hatte Frauen belästigt. Ja? Man hat an der Stimme, an Akzent gemerkt, dass er ein Ausländer ist. Ja? Und die Frau hat sich dann weggesetzt, dann ist sie wieder zu anderen Frau gegangen, dann ist die Frau zur Tür gegangen, hatte sie belästigt. Den Frauen, da waren ungefähr drei Frauen, glaube ich, war das ziemlich unangenehm. Da sind mehrere Männer daneben gesessen und keiner hat was unternommen. Ich habe die Sachen aber beobachtet. Ja, ich habe gesehen, es ist noch nicht arg, dass es irgendwie anfasst oder wie auch immer. Die Frauen haben sich einfach weggesetzt und ich habe das einfach weiter beobachtet. Und ungefähr drei Stationen weiter ist sie gerade da ausgestiegen, wo auch meine Firma war, wo ich gearbeitet habe in der Nacht. Er ist eigentlich meinen Weg gegangen. Ja? Er ist die Stiegen runter, ich bin die Stiegen hinter ihm her, aber da habe ich noch nichts vorgehabt. Ich habe nicht gewusst, was er eigentlich vorhat. Ja? Er ist einfach meinen Weg gegangen. Und dann, wie wir aus dem Bahnhof rausgegangen sind, da ist ein junges Mädchen gestanden. Die war höchstens 14, 15 vielleicht. Ja? Die Mädchen schauen immer ein bisschen älter aus, aber die war einfach jung. Und hat sie telefoniert. Und dieser Arsch kommt zu ihr, zuerst redet sie, quatscht sie voll an, ich habe nicht verstanden, was. Ich bin dann kurz stehen geblieben, habe ich die Sache beobachtet, weil ich schon gesehen habe, was dieser Arsch in den Waggon, in den Zug gemacht hat. Ja? Habe gewusst, da kommt noch irgendetwas. Und dann, was hat er gemacht? Das Mädchen nicht reagiert hat und hat sich umgedreht zu ihm und weiter telefoniert, hat sie am Hintern angefasst. Da habe ich nicht mehr gebraucht, ich bin zu ihm gekommen, von hinten habe ich ihn zu Boden gerissen und da habe ich mich einfach nicht unter Kontrolle gehabt, weil wenn jemand Kinder anfasst oder Frauen, da sehe ich einfach rot und habe ich ihm einfach wie eine Hilti Schläge gegeben, bis er einfach sich nicht mehr bewegt. Er wollte kurz mich mit dem Fuß treffen, den habe ich einfach weggetappt und habe ich ihn einfach fertig gemacht, weil wie ich sowas gesehen habe, was er einen kleinen Mädchen an meinem so besoffenen Arsch oder war er unter Drogen, keine Ahnung, aber kein Respekt vor Frauen und dann greift er ein Mädchen an, das ist bei mir vorbei. Wenn ich beobachte, dass ich jemand an Kindern oder Frauen vergeht, da ist aus. Das ist mir komplett egal, was für Konsequenzen ich bekomme. Da bin ich nicht so ein Idiot wie die anderen, die da vorbeigegangen sind und haben noch gesagt, hey, lass ihn in Ruhe, warum haust du ihm? Die haben aber nicht gesehen, dass er vorher ein Mädchen sexuell belästigt hat. Ja? Ich bin dann gegangen ins Lokal und da sind die Leute um ihn herumgekommen und dann habe ich mir die Hände gewaschen, bin ich rausgegangen nach ungefähr 5 Minuten. Habe ich gesehen, dass er langsam zu sich kommt und da waren so diese Häuschen, diese Standeln und da ist er irgendwo dann verschwunden. Ja, das Mädchen war richtig, aber richtig froh, dass ich in den richtigen Moment zu ihr gekommen bin und habe ihr geholfen. Ja, selbstverständlich musste es auch nicht so brutal sein, aber er wollte auch noch mich treten und verletzen. Ich habe nicht gewusst, hatte vielleicht ein Messer angestellt oder sonst irgendetwas. Es ist einfach ein Idiot für mich gewesen und dann wollte ich einfach eine Lektion erteilen, weil sowas gibt es einfach nicht, dass sich jemand an Kindern vergeht. Er soll zu Hause seine Frau anfassen und nicht irgendein Mädchen da draußen. Ja? Und das ist dasselbe wie bei dem Video haben manche geschrieben, was ich gemacht habe, ob diese Polizistin, ob das gerechtfertigt ist, dass diesen alten Mann, der auf den Polizisten Messer losgegangen ist, ob das überhaupt gerechtfertigt ist. Ja, sicher war das gerechtfertigt. Erstens, da habe ich schon darüber reagiert, dass man nicht jemanden nur so einfach in den Bein schießen kann. Diese ganze Schlaumeier, die dann noch nie eine Waffe in der Hand gehalten haben, höchstwahrscheinlich aber nur am Laptop, am PlayStation, glauben, dass es so einfach ist. Zweitens, diese Adrenalin und so weiter. Und wenn ich sehe, dass jemand mit einem Messer auf mich zurennt, ist mir scheißegal, wie der manche geschrieben hat, das ist erbärmlich, was du da drehst für Videos und wie du reagierst. Dieser Mann hat Familie gehabt. Ja, aber dieser Polizist oder Polizistin oder wer auch immer, haben auch Familie zu Hause.
was für einen Grund hatte, einen Polizisten mit Messer angreifen, und wenn er nach mehreren Versuchen nicht das Messer wegwirft und geht er noch auf mich zu, dann schieße ich einfach. Ist das alles legitim und gerechtfertigt? Und das ist mir persönlich komplett scheißegal, was da manche schreiben in den Kommentaren. Die existieren für mich nicht einmal. Genauso wie, da würden sicher welche auch diesen Mann in Schutz nehmen. Na, warum habe ich ihm so viele Schläge gegeben? Er hat sie ja nur am Hintern angefasst. Ja, es gibt leider so viele kranke Menschen, die einfach geblendet sind. Und die würden höchstwahrscheinlich noch irgendeinen Vergewaltiger oder wie auch immer auch noch die Hand schütteln und sagen, ja bitte, aber mach das nächstes Mal nicht. Oder er hat das nicht so gemeint. Das sind einfach kranke Bestien für mich. Ja? Und solche haben bei mir keine Chance, keine Chance. Ich habe kein Erbarmen, ich habe gar nichts. Für solche Menschen, Messerstecher, irgendwelche Leute, die andere Frauen vergewaltigen, sie haben Kinder vergewaltigen, Kinderschänder und so weiter. Solche sind für mich das Allerschlimmste von allen. Das sind für mich nicht einmal Menschen. Alleine dieser Begriff Mensch haben sie diese Leute, wenn man das überhaupt so nennen kann, nicht verdient. Und das wollte ich euch nur auch sagen. Wenn ich irgendwann in so einer Lage bin, dann helfe ich immer wieder, weil das ist Zivilcourage, wird groß geschrieben, aber klein betrieben, aber nicht bei mir. Nicht bei mir. Immer wieder helfe ich, wenn ich sehe, dass Unheil passiert. Wäre ich in diesem Zug gewesen, dann würde sich dieser Typ nicht so breit machen. Ja? Aber selbstverständlich, heute schauen lieber alle weg, weil niemand will mit den Konsequenzen leben, niemand will Probleme haben. Leute haben Angst, was kann passieren, der ist sau aggressiv und so weiter und so fort. Und da schreiben mir, das Beste ist aber, jede Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Ja, ist es, habe ich letztens auch mit einem diskutiert, aber ein netter Typ, nichts Schlimmes. Aber dann habe ich ihm auch erzählt, einmal kann dieser Tag kommen und da kannst du diesen Schwierigkeiten nicht aus dem Weg gehen. Was machst du dann? Was machst du, wenn deine Frau oder deine Kinder auch noch dabei sind? Dann musst du einfach dein Bestes geben. Deshalb trainiert's bitte. Besser bist du bereit, als wenn du gar nichts kannst und du verlässt dich nur auf diese eine Möglichkeit. Was ist aber, wenn das dann nicht funktioniert? Was ist, wenn einer auf dich abgesehen hat oder auf deine Frau, an deine Kinder? Was machst du dann? Dann ist es zu spät, wenn du sagst, ach, hätte ich damals was gemacht, hätte ich trainiert, wäre irgendetwas, ja, dann ist es zu spät. Deshalb macht sie bitte, Leute, etwas, ja. Und immer, wenn du siehst, dass jemand Hilfe braucht, auch wenn du nur mit Handy jemanden anrufst, nur wenn du so die Hilfe holst, ist es besser, einfach so tun und vorbeigehen, so wie die Leute damals im Zug haben so getan, als würden sie es nicht mitkriegen und haben schnell noch die Stöpsel in Ohr gegeben, so quasi, ja, das geht mir hier nichts an. Solche Typen kann ich überhaupt nicht leiden. Deshalb kann ich euch nur ans Herz geben, pass ein bisschen auf die Umgebung. Wenn jemand Hilfe braucht, hilft ihm bitte. Trainiert weiter. Noch einmal, wer Lust hat, zu mir zu kommen, kann er ruhig kommen. Können Sie auch ruhig erst ab September kommen, so wie die anderen. Da habe ich einen fast für 3 Wochen und dann ist egal. Da sollte überall schon hoffentlich alles zu Ende sein. Wenn nicht, dann kann man auch nichts machen. Mein vielen Dank, da haben mir wieder letztens einer hier, warte, das habe ich hier noch irgendwo drinnen. Da ist Screenshot. Ja, da hat mir einer geschrieben, gerade heute. Hallo Marek, deine Online-Kurse sind Gold wert, weil ich alles auch alleine trainieren kann. Das ist sehr wichtig, weil ich nicht an eine bestimmte Zeit gebunden bin. Außerdem habe ich auch keinen Trainingspartner. Vielen Dank, Marek, liebe Grüße. Günther Dreier. Das ist das. Erstens einmal, wenn du bei mir auch Online-Kurse kaufst, wenn du nicht privat mit mir trainierst, hast du auch diese Möglichkeit. Ja? Das sind mehrere Stunden Training, wo du alleine trainieren kannst. Und du zahlst nicht nur für ein Jahr und dann musst du es nochmal kaufen, das hast du für immer. Ja? Und ihr seht selber, für welchen Preis hat sie wirklich hochqualitative Produkt. Ja? Und das wollte ich einfach auch noch erwähnen. Und sonst, egal was du machst, auch von meinen Videos kannst du lernen. Ist egal, was du machst, mach irgendetwas, ja, dass sowas nicht passieren kann. Ich wünsche euch, Leute, alles, alles Liebe, bleibt gesund und ich wünsche euch nur das Beste. Ich hoffe, dass ihr trotzdem euer Urlaub noch genießen könnt, ja, weil so wie das jetzt wieder überall, man kann gar nichts mehr planen, gar nichts mehr irgendwie. Weil du nicht einmal weißt, was nächste Tag oder nächste Woche passiert. Trotzdem wünsche ich euch alles Liebe, genießt das Leben und seid keine Opfer, bitte. Ja? Ciao, Marek.